Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist schon spät, ich weiß das, aber die Tretträderbox ist da. Und ich kann nicht bis morgen warten. Wir müssen die heute noch unboxen. Deswegen schnappt ihr kein Kaffee mehr, ein Glas Wein, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Neugierig, aber wir müssen sie jetzt einfach unboxen, weil es ist Samstagabend und ich habe heute echt einen ganzen Tag schuften müssen, nämlich Tapete abreißen, was nicht so dolle war. Und ja, deswegen bin ich auch richtig gespannt. Hier war es auch wieder dabei. Schaut, da ist sie. Ich hatte einen neuen Fan, nämlich mein Mann. Mein Mann und sie sind so. Ich bin abgeschrieben. Ich darf die Kacke aus dem Katzenklo wegmachen. So, ich schweife ab. Wir müssen gemeinsam die Box öffnen. Schauen wir mal, ob das der Shiba auch gefällt. Seht ihr das? Die mag nämlich normalerweise sowas sehr gerne. Und der erste Blick ist dieser. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und das Wichtigste, wie immer zuerst, das sage ich euch an jedem Video, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und alle, die es geschafft haben, heute nochmal zu später Stunde einzuschalten oder morgen oder je nachdem, wann du Zeit hast, schön, dass du wieder dabei bist. Ich schaue jetzt mal, was wir für ein Thema haben. Und zwar Bloom and Blossom. Bloom and Blossom, da stelle ich mir irgendwas Frühlingshaftes vor. Jetzt rasche ich erstmal. Ich habe noch kein Unboxing gesehen und ich sehe schon was, was mein Herz höher schlagen lässt. Ich kann es euch nicht zeigen, weil dann seht ihr nämlich den kompletten Inhalt schon. Ich habe einen Rabattcode, der ist unten in der Infobox verlinkt. Da kriegt ihr eure erste Box ein bisschen günstiger. Ich blende euch natürlich hier nochmal den Rabattcode ein. Und was auch ganz wichtig ist für diejenigen, die die Tretträderbox noch nicht kennen, sammelt bitte diese Karten. Hinten auf der Rückseite ist eine Zahl. Ihr müsst 1 bis 10 sammeln und dann kriegt ihr eine Überraschungsbox umsonst. Wir haben ein Heftchen. Und es ist ja wirklich mittlerweile so, dass die Boxen fast alle kein Heftchen mehr haben. Deswegen freut es mich natürlich. Ich lese es euch jetzt heute mal vor, weil eben, wie gesagt, einige, beziehungsweise ich noch kein Unboxing gesehen habe. So, begrüße den Frühling, deine Bloom and Blossom Box. Draußen blüht und grünt es, bei uns nicht. Es stürmt und schneit und regnet und alles. Ein wahrer Rausch von Farben und Blüten verzaubert uns. Die Sonnenstrahlen wärmen unsere Haut und locken uns in die laue Frühjahrsluft. Nein. Der April ist nun da und mit ihm der Frühling. Wir schwingen uns wieder aufs Rad, schlendern über den Wochenmarkt und genießen im Anschluss ein entspanntes Frühstück auf dem Balkon. Dabei steigt uns der betörende Duft der ersten Wildblumen in die Nase und das Zwitschern der Vögel begleitet uns durch den Tag. Begrüße den Frühling und all seine farbenfrohen Facetten mit deiner Aprilbox. Du entdeckst blumige Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Food und Wellness und lässt die frühlingshafte Blütenpracht in dein Leben. Bloom up your life mit deiner Trendbox im April. Ja, wir haben Frühling. Ich hoffe, dass der Frühling bald kommt. Mein Gewächshaus ist komplett zerstört. Ich hatte es zwischendurch nochmal versucht aufzubauen. Es ist komplett übers Haus geflogen. Also nichts mit Frühling. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir unboxen die tolle Box, weil das erste Produkt, was ich schon gesehen habe, ist ein tolles Produkt und ich habe schon so oft davor gestanden. Aber wir gehen der Reihe nach. Und zwar, übrigens, die Trendreiterbox ist eine vegane Foodbox. Wir haben hauptsächlich immer Pflegeprodukte, mal ein Accessoire, auch gerne für was zu essen. Also für diejenigen, die nur Beauty wollen, hier seid ihr komplett falsch. So, fangen wir mit dem ersten Produkt an. Und zwar ist es ein Lip Scrub von Bali Balm für 22,21. Okay. Feine Zuckerkristalle entfernen sanft die abgestorbenen Hautstellen. Okay. Mit Kokosöl und den Duft reifer Ananas. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Lip Scrub ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt im Laden mir aussuchen würde. Aber wenn es in den Boxen drin ist, habe ich es eigentlich immer ganz gerne verwendet. Und wenn es nach Ananas riecht, oh ja, das duftet richtig gut. Also,
Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, dass es Ananas ist. Aber es riecht sehr fruchtig. Und das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Es ist, wie gesagt, aus Zuckerkristallen. Das finde ich immer ganz wichtig, wenn es nämlich irgendwas anderes vielleicht ist und du das ja doch vielleicht an deine Lippen so lässt, kann es vielleicht sein, dass du was im Mund bekommst, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, zweites Produkt ist eine, oh, da geht schon wieder mein Herz auf, ich muss es nur finden, wenn ich euch die Packung zeige, denkt man sich, okay, aber die Firma heißt La Naturelle 3,99 eine duftende Rosenseife. Ich liebe ja Seifen. Ich bin da ein Fan von. Schade, dass sie nicht rosa ist. Aber sie duftet gut. Das ist das Produkt. Da sieht man das nochmal. Und nachdem wir jetzt wieder eine Badewanne haben, finde ich das sowieso sehr schön. Ich liebe Seife und das Packaging finde ich sehr schön. Ich mache ja auch gerne so Geschenkkörbe. Gerade zu Ostern finde ich das sehr schön. Da könnte man sowas zum Beispiel reintun. Apropos Ostern, Bio-Wohlen. Da einfach mal auf die Shopseite gehen. Ostern, Muttertag. Oder von Skin Natur. Auch mal schauen, wer lieber diese Marke mag. Da habe ich einen Rabattcode, Skin Natur 10%. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Produkt, was ich echt gerne, wenn ich es doppelt hätte, verschenken würde, weil ich das gerne mag. Wer Seifen nicht mag, der ist da, dann sage ich jetzt mal, komplett falsch. Dann haben wir einen gesunden Vitamin B-Komplex von der Firma Salus. 1,45 Euro. Ein Tonikum für Energie und Nerven. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Sachen und habe auch in letzter Zeit da echt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Allerdings habe ich gerade gar keine Nerven. Ihr merkt es dann, ich habe dann auch meistens Sprachstörungen. Ich bin gestresst, ich bin genervt. Es war heute ein bescheidener Tag und deswegen habe ich mir diese Box als positiv erhofft beim Unboxing. Und wie gesagt, ich sehe da schon was, was mir sehr gut gefällt. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Einmal täglich 20 ml. Ja, das testen wir einfach mal. Und dann schauen wir mal, ob das was für mich ist. Das nächste Produkt ist eine Probiotikpflege von Bergland. Bergland ist ja im Allgäu so eine Naturkosmetikfirma, die das da, also aus der Richtung komme ich ja. Eine Pflegecreme intensiv. Mit Hyaluron und Brombeere und Acai. Finde ich sehr spannend. Nach Öffnen nur 3 Monate haltbar. Okay. Was steht denn da? Anti-Aging. Okay. Anti-Aging ist immer gut. Tut erste Fältchen mildern und mit Serum. Ein Intensivserum, Pflegecreme, Intensivpflegecreme leicht oder ein Reinigungsfluid hätte man haben können. Ich habe halt die Creme. Werde ich sehr gerne mal probieren, weil von Bergland habe ich tatsächlich immer nur, ich glaube, die haben sogar Düfte oder was, Primavera, ich weiß jetzt gar nicht mehr. War auf jeden Fall eine gute Firma und die gibt es auch schon ewig. So, nächstes Produkt hätte man auch wieder 3 Varianten haben können. Und zwar Fruchtaufstrich von Zwergenwiese. Da hätte man haben können Aprikose, Erdbeere und Heidelbeere. Und ich habe Sauerkirsche. Ich mag schon Sauerkirsche auch, aber würde ich mir nie kaufen. Also ich esse es mal im Hotel. Ich mag am liebsten im Hotel Aprikose. Ansonsten esse ich tatsächlich eigentlich nur Erdbeermarmelade oder Heidelbeere oder Brombeere. Ich werde sie sehr gerne probieren. Aber ich hätte mir tatsächlich eine andere Sorte erwünscht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir natürlich wieder einen Riegel. Da hätte es auch wieder zweierlei gegeben. Und zwar, ja genau, zweierlei von der Firma Rocca. 2,49 €. Und da hätte es irgendeinen hellen gegeben und einen dunklen. Und ich habe den hellen mit weißer Himbeere. Und das ist ein Proteinriegel. Den werde ich gerne probieren. Ich habe in letzter Zeit wieder so einen Appetit auf Proteinriegel. Mag ich. Finde ich auf jeden Fall besser, diese Haferriegel. Von dem her alles gut. Freue ich mich auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen, wo ich gedacht habe, das ist ein Riegel. Und zwar von Ludwig Schokolade. Ich wusste gar nicht, dass die Firma Ludwig Schokolade heißt. 79 Cent. Vegane Carbobombs von Fritt. Die habe ich ja früher total gern gegessen. Mir waren sie dann irgendwann zu süß und zu pappig. Ich habe tatsächlich noch welche im Schrank. Das werde ich mal probieren, ob das jetzt irgendwie anders schmeckt. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Was mir halt auffällt, die waren ja früher auch mal dicker, oder? Also haben sie da vielleicht auch von der Verpackung her minimiert. Ich weiß es nicht. Oder ob das vielleicht einfach nur so eine Sorte ist. Oder zum Probieren. Ich kann es euch nicht sagen. So, dann haben wir ein Müsli.
Das werde ich auf jeden Fall gerne probieren. Und zwar von der Firma Barnhaus. 4,29 €. Ab 4,29 €. Und ich habe Schoko und Banane. Ich liebe sowas. Ich trinke ja keine Milch. Das heißt, ich esse solche Sachen pur oder vielleicht mal maximal auf dem Joghurt. Und wenn das mit Schoki und Banane ist, auf jeden Fall ein Top-Produkt. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt aus dieser ganzen Box, weil ich wollte es schon ein paar Mal haben und dann habe ich ein paar YouTuber im Aufgebraucht-Video gesehen, da haben die gesagt, nee, das stinkt nach einer Weile und der andere hat wieder gesagt, das ist gut. Ecovert. Und das riechen wir jetzt gleich mal. Das ist ein Weichspüler mit Apfelblüte und Mandel. Und auf Amazon gibt es nämlich auch Waschmittel von den gleichen. Und ich habe es mir dann aber nicht getraut zu kaufen. Oh, das riecht aber gut. Das riecht jetzt zwar nicht nach Apfelblüte, aber das werde ich auf jeden Fall sehr gerne probieren. Schade, dass es kein Waschmittel ist. Kostet übrigens 2,49 €. Firma Ecovert. Ich werde es auf jeden Fall sehr gerne testen. Und vielleicht bin ich unter denen, die es positiv finden. Deswegen schreibt es mir doch mal. Habt ihr damit Erfahrung? Habt ihr da schon mal Pech gehabt? Ich glaube einfach, dass wenn das zu lange auf ist, da steht es nicht da, dass das vielleicht auch kippt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es noch nie probiert. Aber mich hat das tatsächlich immer angesprochen. Mal abgesehen von der rosa Decke. Ich werde es sehr gerne probieren und das ist tatsächlich mein Top-Produkt von dieser ganzen Box diesen Monat. Also da haben sie sich wirklich mal wieder was Tolles einfallen lassen. Bei dem nächsten Produkt muss ich echt lachen. Und zwar haben wir von der Firma, also von Trendräder Eigenmarke und Daily Socks für 16 €, finde ich ganz schön teuer, ein paar Socken. Und zwar, die sind aus weicher Biobaumwolle und recycelten Garn und wurden in Portugal hergestellt. Die sind total schön. Und wisst ihr, was ich für eine Mütze habe? So eine mit diesem Farben. Genau dieselbe. Ich glaube, ich werde die Mütze mal aufsetzen und die Socken dazu. Und ich glaube, dann bin ich der Schrei des Tages. Ich finde die total fancy. Und mal abgesehen von dem Glitzer, ich finde die sehr schön. Würdet ihr dafür 16 € ausgeben? Ich eher nicht. Auch wenn es, wie gesagt, nachhaltig vielleicht auch hergestellt wurde. Transport von Portugal. Ja, also wenn man es wirklich nachhaltig machen wollen würde, dann müsste man es in Deutschland herstellen. Aber wir wollen das mal hier gar nicht mal so genau betrachten. Ich finde sie sehr schön. Ich finde sie schön, dass sie drin sind. Und fertig, aus die Maus. So, und dann haben wir was drin, was ich auch sehr schön finde. Und zwar ein floraler Geburtstagskalender für 24,90 €. Upon My Life Shop. Sowas habe ich tatsächlich, meine Mutter hatte das immer gehabt, hat gesagt, ja. Alte Weiber mit braunen Geburtstagskalendern. Aber ihr werdet lachen. Ich freue mich tatsächlich darüber, weil wir mittlerweile so viele Geburtstagsleute haben, die ich tatsächlich eintragen muss. Und deswegen finde ich das echt gut. Freue ich mich drüber. Freue ich mich wirklich drüber. Also mit solchen Dingen kann man mir tatsächlich mittlerweile eine Freude machen. So, dann gab es entweder ein samenfestes Bio-Saatgut, okay. Okay, das sieht aber sehr schön aus. Und zwar Verblüh, meine ich, 2,95 € oder für 4,90 €, dieses hier. Das ist ein Saatgut, Kapuzinerkresse. Schaut mal, das ist doch richtig toll. Da macht es mir auch eine Freude, weil ich pflanze sowas an und tatsächlich Kapuzinerkresse auch. Und das Witzige ist, unsere Hochzeitseinladungen haben auch so ein Siegel. Freue ich mich. Finde ich einfach total fancy. So, und wenn du 12-Monats-Abonnent bist, gibt es immer ein Trend-Goodie. Und zwar in diesem Monat ein Kopfhautserum für 4,99 € von Haarliebe. Das werde ich mal probieren. Mein liebstes Haarserum war ja von Rezidin und ist es auch immer noch. Schauen wir mal, ob das toppen kann. Optisch finde ich schon sehr schön. Die Konsistenz und die Farbe von dem, was da drin ist, vielleicht nicht so, aber das ist ja völlig wurscht, es soll ja nur helfen. So, jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwas drin ist. Nein, ein paar Flyer sind drin und ein Pröbchen haben wir da noch drin. Und zwar, was haben wir denn? Ich denke mal, das sind so Nahrungsergänzungsmittel. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Aber was sagt sie zu der Box? Ich finde die richtig gut. Also, da waren jetzt so tolle Sachen drin. Ein Rezept haben wir noch. Löwenzahnhonig. Das würde ich ja auch gerne mal essen. Also, Löwenzahnhonig habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das werde ich vielleicht sogar mal probieren.
Du brauchst Löwenzahnblüten, eine Orange, eine Zitrone, Wasser, ein Glas und Zucker. Also das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich bin total begeistert diesen Monat. Es sind Sachen dabei, die ich gar nicht mag? Nein. Also total top, top, top. Und demzufolge hat sich dieses späte Video für mich gelohnt. Ich hoffe für euch auch. In diesem Sinne, morgen gibt es ein Schminkvideo, ein total kurzes. Und würde ich mich auch freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten einen wundervollen Samstagabend. Bleibt mir schön gesund. Bis morgen. Gute Nacht. Bis bald. Eure Heike.